And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword, The Shadow of the Templars. We're still in the hospital. And the patients in here actually don't seem sick at all. Der Typ macht mir keinen sehr kranken Eindruck. Er hat keine Flecken oder Nähte und er hat absolut kein Fieber. Yeah, so there's not much for us to do here. Hi, ich bin's wieder. Ich werde Ihren Blutdruck messen. Warum? Ich bin Arzt, das ist mein Job. Kennen Sie diese rote Nase? Gehört die nicht Boissy? Nein, ich habe sie in einem Rinnstein gefunden. Er ist ein Clown, wissen Sie. Würde man gar nicht denken, wenn man ihn jetzt so sieht, was? Kennen Sie diese rote... Gehört die nicht... Nein. Er ist ein... Würde man... Okay, who is Boissy? Sie sagen also, der Kerl hier sieht aus wie Ihr Bankmensch. Ah ja, we already showed him this picture, so let us show the gem. Sagt Ihnen dieser Edelstein etwas? Nein, Doktor. Ist das eine Art Test? Wenn es einer wäre, dann wären Sie voll durchgefallen. Haben Sie mal was von einem Typ gehört, der Moala heißt? Nein, Doktor. Wissen Sie, wofür man dieses Werkzeug benutzt? Will ich lieber gar nicht wissen, Doktor. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Oder so ähnlich jedenfalls. Haben Sie schon mal was vom Club Alamut gehört? Ich bin nicht gerade der Typ für Nachtclubs, Doktor. Eine Partie Mau Mau und ein Glas Erdbeerwein. Das ist ungefähr meine Grenze. Wissen Sie, was das hier ist? Sieht wie Gips aus. Woher wussten Sie das? Ich bin Gipser. That's interesting. Well, not really, but... Ich überlege, ob ich ihm einen elektrischen Schlag versetzen soll. Aber das kann ich einem Kranken einfach nicht antun. Ja, Bis später. So let us talk to Nurse Grendel again. Doktor? Was ist los, Schwester? Es ist schon wieder Nummer 2. Er will mir nicht sagen, was er will. Er sagt, er redet nur mit einem Mann. Muss ich das? Der Typ ist übergeschnappt. Doktor, ich muss mich doch sehr über Sie wundern. So spricht man nicht über unsere Patienten. Okay, okay. Ich schaue ihn mir an, aber ich sage Ihnen, er ist ein Simulant. Hallo, hallo. It appears that... there's some sort of puzzle that we have to solve. I think we've showed him everything that we have in our inventory. Kennen Sie diese rote Nase? Nein. Sind Sie sicher, dass Sie den Mann nicht kennen? Ja, Doktor. Finally, in the German translation, he said, yes, Doctor, instead of no, Doctor, which is the logical answer, but... Sagt Ihnen dieser Edelstein etwas? Nein, Doktor. Haben Sie mal etwas von einem Kerl namens Moala gehört? Nein, Doktor. Wissen Sie, wofür man dieses Werkzeug benutzt? Augenoperationen? Ach, Unsinn. Dafür ist es nicht scharf genug. Haben Sie je vom Club Alamut gehört? Nein, habe ich nicht. Wissen Sie, was das ist? Backpulver? Nein. Wissen Sie, wie man diesen Gegenstand nennt? Nein, keine Ahnung. Ich überlege, ob ich ihm einen Elektro... Aber das kann ich... Haben Sie eine Ahnung, was das hier ist? Bitte nehmen Sie das weg, bevor mir schlecht wird. Also dann, tschüss und viel Glück. Danke, Doc. Okay, let's have a look around. Die Kurve zeigt eine ständige Abnahme seiner Pulsrate und einen ständigen Anstieg seines Blutdrucks. Es nimmt mich ziemlich mit, das Leben eines Mannes auf ein paar krakelige Linien reduziert zu sehen. Little bit of breaking the fourth wall, I think. Maybe, I'm not sure. Seine Temperatur ist normal, geht nur wenig rauf und runter. Hmm.
Der Name auf der Karte ist Submarsh. Der Karte nach heißt dieser Typ Croquet. Die Fieberkurve des armen Kerls sieht wie eine wilde Achterbahn aus. Kein Wunder, dass er so krank wirkt. Der Name auf der Karte ist Boise. Aha, that's Boise. Okay. Can we... Can't talk to him directly. Maybe if we talk to Nurse Grendel again? Yes, I think so. Haben Sie irgendwelche Clowns auf der Station? Aber ja, haben wir. Sogar einen Berufsclown. Ich wette, der bringt Stimmung rein. Wohl kaum. Monsieur Boissy liegt seit mindestens 3 Monaten im Koma. Oh. Was ist los mit Boissy? Er hatte einen ziemlich üblen Unfall. Eine dumme Sache mit einem Einrad. Sein augenblicklicher Zustand rührt von dem posttraumatischen Schock her. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass er jemals wieder als Clown arbeiten wird. Hinter jeder Wolke verbirgt sich ein Silberstreif am Horizont. Oder so ähnlich. Haben Sie einen Patienten mit Namen Marquet auf dieser Station? Oui, Monsieur. Er ist in dem Privatzimmer am Ende der Station. Er steht unter strikter Quarantäne. Warum ist Marquet isoliert? Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, müssen Sie mit Herrn Hagenmeier sprechen. Ich weiß nur, dass der Eintritt in Marquets Zimmer absolut verboten ist. I love that, yeah, even in the English subtitles, it's Herr Hagenmeier. Wissen Sie, wer Marquets Zimmer bezahlt hat? Nein, das weiß ich natürlich nicht. Eine Vorzugsbehandlung wie diese hier muss doch einen Arm und ein Bein kosten. Das geht mich nichts an, Monsieur. Fair enough. Kennen Sie diese rote Nase? Oh je, ich glaube nicht, dass er die je wieder braucht. Wer? Monsieur Bossy, der Clown im Koma. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, ich glaube nicht. Kennen Sie diesen Edelstein? Er ist wunderschön, aber ich habe ihn vorher noch nie gesehen. Kennen Sie Moirlin, den Typen von Gruber Electronic? Nein. Sagt Ihnen dieses Werkzeug etwas? Sowas kenne ich nicht. Sagt Ihnen das hier etwas? Club Alamut? Nie davon gehört. I'm not surprised. Wäre dieser Gips für Sie nützlich? Nein, sicher nicht. Was ist das für ein Gerät? Damit misst man den Blutdruck des Patienten, Doktor. Ah. Möchten Sie dieses, Blutdruckmessgerät? Yeah, möchten Sie es wiederhaben? Nein, danke. Kennen Sie dieses Taschentuch? Nein, kenne ich nicht. Sieht mir wie ein Bazillenmutterschiff aus. Ich schleppe es seit Tagen mit mir herum und ich bin ganz okay. Meine Tasche wird ein bisschen feucht. Ah. Danke, Schwester. Au revoir, Monsieur. Okay. Not sure that there's anything that... Not sure what we should do with the patients right now. Let us try and see whether we can just walk... Doktor! Aha. Was ist los? Sie haben meinen Blutdruck noch nicht gemessen. Ah. I think I did, actually, but... Sieht mir ganz gut aus. Sie machen das nicht richtig. Und ob ich das richtig mache? Nein, machen Sie nicht. Dr. Monroe hat das nie so gemacht. Ich kann keine vernünftigen Werte erhalten, solange sie dermaßen aufgeputscht sind. Ich komme später wieder. Good point. But I'm quite sure we will be interrupted again. Yes. Of course. Oh, Doktor. Was ist? Sie sind mit meinem Blutdruck noch nicht fertig. Ah.
You're such a crybaby. Okay, also nochmal von vorn. Sie haben keinen blassen Schema, was Sie da tun, oder? Ich komme wieder, wenn Sie wieder wissen, wie man sich benimmt. Okay, we have got ourselves a puzzle here. So, my first instinct is to talk to Nurse Grendel, which is going away, and she's back, okay. Verzeihung, Schwester. Oui, Monsieur? Could you perhaps show me how you use this device? Möchten Sie dieses, Blutdruckmessgerät? Yeah, möchten Sie es wieder haben? Nein, danke. Möchten Sie mir die Hand geben? Na ja. Okay, vergessen Sie's. Ich wollte das Ding an ihr sowieso nicht ausprobieren. Danke, Schwester. Au revoir, Monsieur. Can we maybe... Can we use the device on... Croquet, maybe? Hallo, hallo. Wissen Sie, wie man diesen Gegenstand nennt? Nein, keine Ahnung. Okay, that's not the solution. Hi, ich bin's wieder. There's no new dialogue. Bis später. Then, perhaps we need to distract him? Sie sind noch nicht fertig mit meinem Blutdruck. Wollen Sie wohl ruhig sein? Sie stören die anderen Patienten. Ich bin ruhig, wenn Sie meinen Blutdruck gemessen haben. Ich muss erst nach Jacques Marquet sehen. Wieso bekommt er hier eine Sonderbehandlung? Es ist sein Geld, habe ich recht? Das ist es nicht, Monsieur Croquet. Ich komme wieder, wenn Sie sich etwas abgeregt haben. He just said Croquet. I mean, in the German dubbing, but I think that is Submarsh. Not Croquet. Der Name auf der Karte ist yes. Submarsh. So that's another annoying mistake in the German dubbing. Okay, let's just try again. Maybe he will get tired of it eventually. No, he will not. Noch nicht fertig mit meinem Blutdruck. Such a pain in the ass. Wollen Sie wohl ruhig sein? Sie stören die anderen. Now it just loops again. Okay, Can't click on that. Can talk to him, but we've exhausted all dialogue. Can't talk to him. Maybe you can do something with these charts. We could give him an electric shock. Hi, ich bin's wieder. Ich überlege, ob ich ihm einen elektrischen Schlag versetzen soll. Aber das kann ich einem Kranken einfach nicht antun. Oh. Okay, Ich überlege, aber... Bis später. As far as I remember... Nein. Oh.
Vielleicht doch nicht. Not sure whether you can actually combine items in this vielleicht game. Doch nicht. In any case, I have no idea what, yeah, we should do. Okay, so when we'll come back, folks, yeah, I will have figured out this, well, or we will figure out this puzzle. Yeah, so until next time, folks, until then.